Herzlich willkommen zu einem weiteren Mayerli Tech Video. Heute haben wir wirklich was ganz, ganz Besonderes hier vor uns auf dem Tisch liegen, und zwar das OnePlus Nord CE 5G. Eventuell wisst ihr es, falls ihr die ganzen Medien verfolgt habt. Das wurde ja heute erst released und wir durften das jetzt schon eine Woche lang testen. Wir haben schon vorher bekommen. Das ist mega cool. Auf jeden Fall, das freut uns sehr. Und wenn ihr wollt, dass sowas öfters passiert, dann solltet ihr uns abonnieren, weil darauf legen die Hersteller ganz gerne mal Wert. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns super gerne halt auch abonnieren. Das Tolle an diesem OnePlus Nord CE 5G ist, beziehungsweise die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist so, hä, warum haben die es nicht OnePlus Nord 200 oder so genannt oder 2000, weil der vorher hieß ja 100 oder 1000er Variante. Warum OnePlus Nord CE? Weißt du, was CE heißt? Ja, sie haben einfach hinten auf das Smartphone geguckt, was man hier drauf drücken muss in Europa, ist dieses CE-Zeichen, haben sich gesagt, okay, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen, damit das einen Sinn bekommt. Dann haben gesagt, Core Edition. Nein, Spaß beiseite. OnePlus hat sich gesagt, sie wollen all das, was die Community ihnen als Input gibt, was die Community als wichtige Elemente ansieht, in ein Smartphone packen. Das soll halt die Core Edition sein. Das ist halt das OnePlus Nord CE, Core Edition 5G in diesem Fall. Also OnePlus ist ja eh eine Firma, die wirklich sehr aktiv mit der Community in Interaktion tritt und wirklich auch auf die Community hört. Also deswegen ist euer Feedback auch in den Kommentaren hier ganz wichtig. Und deswegen haben sie jetzt diese Core Edition hier geschaffen. Und das haben sie in diesem wunderschönen Smartphone hier verewigt. Aber bevor wir uns auf das stürzen, würde ich sagen, gucken wir mal noch in die dicke Box. Richtig, Marco. Dicke Box, das ja, stimmt hier auf jeden Fall oder trifft hier auf jeden Fall zu. Das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen, weil ihr habt es ja nur gerade von oben gesehen, aber die ist wirklich ziemlich fett. Und was sich alles hier in dieser dicken Box befindet, sehen wir gerade hier auf dem Tisch einzeln liegen. Man würde fast denken, hier wäre noch mehr drin, aber hier drin ist das Smartphone selbst natürlich, die Core Edition. Dann eine wunderschöne Silikonhülle mit so ein bisschen, ja, wie sagt man hier, so ein Design-Element. Genau. Mhm. Ein mattes Design-Element, der Rest ist aber durchsichtig, transparent. Dann haben wir aber auch noch ein USB-C auf USB-A, beziehungsweise USB-A auf USB-C-Daten oder Ladekabel und ein 30-Watt-Netzteil, Warp Charge 30T nennt OnePlus das selbst, ist ein schönes Netzteil, schönes weißes Netzteil mit 30 Watt, wie gesagt, dann könnt ihr auch den Akku mit 30 Watt maximal aufladen. Dann haben wir aber auch noch eine SIM-Kartennadel dabei, die schön aussieht. Das erinnert mich immer an so ein Smiley, irgendwie an so ein, genau, so ein schreiendes Smiley, ne? Und dann auch in dieser schönen OnePlus Nord Farbe noch ganz schön viel Papierkram. Ja, das war's auch schon, oder? Haben wir was vergessen? Nö, aber reicht ja auch. Das stimmt aber nicht ganz, denn wir haben noch eine größere Box vergessen bzw. bekommen, und zwar diese hier. OnePlus war so nett und hat uns so eine Art Journalisten-Box, Pressekit geschickt, genau richtig, mit dem OnePlus Nord Smartphone, der Originalverpackung plus. Also wir können ja mal sagen, das war hier drin, ne? Und jetzt haben wir hier halt noch vier verschiedene Hüllen, die es jetzt auch speziell zum OnePlus Nord CE 5G gibt. Da habt ihr verschiedene Auswahl, könnt ihr mal eine rausholen hier. Und zwar die lilane, die passt ja farblich perfekt zu unserem Kanal hier. Und das ist halt eine, ja, Gummi-Kunststoff-Hülle. Können wir mal rummachen. Genau. Zack, zack. Die auf jeden Fall von der Qualität her nochmal besser ist als die inkludierte. Und so habt ihr nochmal die Möglichkeit, das farblich ein bisschen anzupassen, wenn euch eine der Standardfarben nicht reicht, beziehungsweise ihr Angst habt, dass das Smartphone vielleicht kaputt geht oder ihr die Kunststoffrückseite nicht mögt oder so, dann könnt ihr das hiermit dann nochmal ein bisschen aufpeppen. So, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass wir uns dieses wunderschöne OnePlus Nord CE 5G mal anschauen. Und hier fällt schon mal auf, dass bei dem blauen Smartphone, bei der blauen Variante, die Rückseite matt ist. Es gibt auch nochmal eine silberne und eine schwarze Variante. Die sind dann glänzend. Nur schon mal als kleiner Hinweis. Also das heißt, wenn ihr die schönste, beste Variante haben wollt, solltet ihr gleich nehmen, die wir auch hier haben, und zwar die blaue. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Wie gesagt, Geschmäcker und Kommentare bitte immer gerne nach unten. So, wir haben auch einen blauen Rahmen, finde ich auch sehr cool gelöst. Wir haben die Seiten sind hier gebogen. Wir haben eine Kunststoffrückseite, das heißt, drückt man mal ein bisschen stärker auf die Rückseite, kann man auch die inneren Bauteile leicht erfüllen. Man sieht es aber wirklich überhaupt nicht. Es sieht nicht so aus. Man würde wirklich denken, es ist eine matte Glasrückseite, einfach von der Optik her. Das ist schon mal sehr, sehr gelungen. Der Kamerabumper ist wahrnehmbar, aber typisches OnePlus-Design, finde ich wirklich zeitlos sehr, sehr gut. Auch die Dicke ist ertragbar mit 7,9 mm und das Ganze wiegt gerade mal 170 Gramm, also ist tatsächlich auch eher ein leichtes Smartphone. Jetzt will ich mir aber endlich den Rahmen mal ein bisschen genauer angucken, mit euch gemeinsam, ohne Marco, nein, mit Marco natürlich auch noch. Wir haben auf der rechten Seite bei diesem Kunststoffrahmen eine Power-Taste mit nichts, einfach eine Power-Taste. Oben haben wir einfach nur ein internes Mikrofon. Auf der linken Seite haben wir aber den SIM-Kartenschacht und zwei Lautstärke-Tasten, und zwar wir können lauter machen und leiser. Leiser können wir auch noch machen. Verrückte Sache ist das. Wir haben einen ganz kleinen Slot hier mit zwei
Plätzen für Nano-SIM-Karten. Speicher können wir wohl nicht erweitern, aber dafür haben wir selbst in der Grundvariante schon 128 GB internen Speicher, aber kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Haben wir den Preis überhaupt schon verraten oder wollen wir später verraten? Den Preis verraten wir gleich nach dem Rahmen. Na gut, du darfst entscheiden. Und wir haben auf der Unterseite einen 3,5 mm Klinkenanschluss, denn das ist ja die Core Edition und die netten Jungs und Mädels oder Mädels und Jungs, wie auch immer, von OnePlus haben auf die Community gehört, denn alle haben sich so einen Klinkenanschluss zurückgewünscht und hier ist er. Dann haben wir ein internes Mikrofon, einen USB-C 2.0 Anschluss und einen Lautsprecherausgang. Hört sich fast so an, als wenn es ein Mono-Lautsprecher ist. Ob er sich auch wirklich so anhört, hören wir nachher. So, genau, dann kommen wir jetzt mal zum Preis. Das können wir jetzt ja machen, bevor wir dann uns den Fingerabdrucksensor und Display und so weiter angucken. Ihr kennt das ja aus unseren anderen Videos. Wie gesagt, immer gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Zum Preis. Für 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher zahlt man 299 Euro. Möchtet ihr denn 8 GB Arbeitsspeicher, man behält auch weiterhin die 128 GB internen Speicher, zahlt ihr 329 Euro. Und möchtet ihr denn die Top-Variante, die auch wir hier haben mit den 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher, zahlt ihr 399 Euro. Also es ist schon eine relativ große Spanne von 100 Euro, aber ihr bekommt dann halt auch doppelt so viel Arbeitsspeicher und doppelt so viel internen Speicher, wenn ihr von der geringsten Variante zur größten greift. Ihr könnt den Speicher nicht erweitern, daher macht es vielleicht Sinn, auch zur größten Variante zu greifen. Bevor wir es noch im Performance-Teil vergessen, wir haben hier LPDDR4X RAM und UFS 2.1 internen Speicher. So, und dann kommen wir jetzt mal zum Display. Denn wir sehen hier ein richtiges Always-On-Display, kein Sometimes-On-Display, sondern ein richtiges Always-On-Display in dieser Preisklasse. Sieht man es nicht so oft. Das stimmt wohl. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass der Fingerabdrucksensor offensichtlich nicht auf der Rückseite ist und auch nicht im Power-Button. Das heißt, wir haben ihn hier unten relativ tief gelegt, aber da kann man sich dran gewöhnen. Aber er ist unter dem Display. Das heißt, wir haben hier ein AMOLED-Display für alle, die es noch, unsere Links mit dem Zaunfall noch nicht verstanden haben. Ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display mit 90 Hertz, Full HD Plus Auflösung und es sieht einfach nur wunderschön aus. Ich hoffe, dass ihr das auch in der Kamera dementsprechend wahrnehmen könnt. Die Ränder sind wirklich minimalistisch. Wir haben ja ein flaches Display. Wir haben ein relativ kleines Punch-Hole. Wir haben schon kleinere gesehen, aber es gehört noch mit zu den kleineren Punch-Holes. Selbst das Kinn ist, finde ich, sehr klein geraten und das sieht einfach toll aus. Farben sehen toll aus, Blickwinkel sind super, die Schwarzwerte sind toll. Es wird schön hell. Also das Display gefällt mir schon mal richtig gut und nochmal kurz zurück zum Fingerabdrucksensor. Ist nicht ganz so schnell wie ein Fingerabdrucksensor, der zum Beispiel ein Powerbutton ist oder wie wir die noch auf der Rückseite kennen, aber es reicht aus und es ist wirklich ein zügiger Fingerabdrucksensor und der funktioniert sehr zuverlässig. Was mir aber auch gerade noch aufgefallen ist, und zwar hier, während du gerade so oft das Display entsperrt hast, dass die 1 rot ist, wie wir es ja vom OnePlus kennen, typischerweise. Ne? Aber ich frage mich, beim OnePlus Nord ist ja eigentlich die Farbe blau. Sollten sie die 1 eigentlich mal blau machen, oder? Ne, ich glaube, die Software, die hier drauf läuft, ist immer noch die gleiche, genauso wie bei einem Flaggschiff. Und das Ganze ist Oxygen OS. Hier haben wir die Version 11 drauf. Basiert auch auf Android 11, ist also leicht zu merken. Ist wirklich relativ nah an Stock Android, also für alle, die gerne so Pixel-Geräte oder Nexus-Geräte früher genutzt haben, sind die OnePlus-Smartphones definitiv eine Empfehlung wert, alleine schon wegen der Software. Genau, Android-Sicherheitsupdate ist auch relativ aktuell mit Mai 2021. Ne? Wir haben jetzt Anfang Juni, passt also auf jeden Fall. Zur Software hast du schon alles möglich gesagt, man kann da auch, auch wenn es natürlich Stock Android ähnlich ist, aber trotzdem auch ein bisschen was anpassen und so. Ist halt Android. Ja, ist halt Android, aber ich bin ja nicht so ein krasser Stock Android-Fan, aber Oxygen OS gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, ne? Aber jetzt will ich sowas immer gar nicht hören, dass es so ähnlich ist. Guck doch mal, wie schön das hier aussieht. Stock Android würde niemals so eine schöne Grafiken haben, oder? Genau, aber diese Grafik bietet uns jetzt auch die perfekte Überleitung zur Performance. Du hast ja schon vorhin ein bisschen was zum Arbeitsspeicher und zum internen Speicher gesagt. Wir wiederholen sicherheitshalber hier nochmal. Also in unserem Modell haben wir jetzt hier auch 12 GB LPDDR4X Arbeitsspeicher und 256 GB UFS 2.1 internen Speicher. Also haben wir es doch nicht vergessen, nochmal hier in der Kategorie zu sagen. Genau. Genau. Was aber neben diesen beiden Faktoren natürlich sehr wichtig ist für die Performance, ist der Prozessor. Und hier haben wir den Snapdragon 750G. Das ist ein neuer 5G-Prozessor. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und wir können auf jeden Fall schon mal aus dem Alltag berichten, es läuft. Genau, es rennt quasi. Ne? Es läuft nicht nur, es rennt schon fast. Kurz vorm Rennen. Die Flüssigkeit fällt mir dazu noch wieder ein. Einfach mega flüssig. Ja, die Flüssigkeit ist relativ voll, sozusagen, um es jetzt mal auf Deutsch auszudrücken. Genau, also Alltags-Apps, gar kein Problem, alles problemlos und hier ruckelt nichts. Hier auch wenn ihr Google Newsfeed, seht ihr jetzt hier auch einfach mal, deswegen habe ich es gerade geöffnet, damit ihr es sehen könnt. Und alle Alltags-Apps, WhatsApp, Co. Und Co., Telegram und so weiter und so fort, wie gesagt, funktioniert. Beim Zocken könnt ihr natürlich nicht bei allen Games die oberste Grafikeinstellung nutzen. Dann könnte es natürlich zu Rucklern kommen, aber
Das passt auf jeden Fall hier. Wir haben auch Benchmarks durchlaufen lassen, damit wir das auch mit den Zahlen vergleichen können. Natürlich ist es auch, ist die Flüssigkeit auch relativ hoch, dank den 90 Hertz. Ne? Danke, du hast den Weg verstanden. Genau, mein Wischen hier am Smartphone. Genau, also die 90 Hertz tragen natürlich dazu bei, dass es so extrem flüssig rüberkommt. Benchmarks hast du gerade eben schon angesprochen, die können wir ja mal anschmeißen. Wir haben hier den Geekbench durchlaufen lassen und da haben wir einen Single-Core-Score von 639 Punkten und der Multicore-Score von 1802 Punkten. Solides, gutes, vorderes Mittelfeld, würde ich sagen. Es ist jetzt noch kein Flaggschiff-Bereich, also haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es ist auf jeden Fall ein Gerät der gehobenen Mittelklasse, alleine was den Geekbench angeht, der sich ja speziell auf den Prozessor bezieht. Wir haben dann aber noch einen Benchmark durchlaufen lassen, und zwar den PCMark Work 3.0 Performance Test. Und dort haben wir eine Punktzahl rausbekommen von 8210 Punkten. Und das bestätigt uns nochmal in unserer Aussage im Endeffekt, was die Performance angeht. Also, wenn ihr jetzt nicht irgendwie Hardcore-Gamer seid, dann werdet ihr auch Spaß haben mit der Performance hier und ihr werdet nicht merken, dass ihr kein Flaggschiff habt. Weil viele nutzen, glaube ich, die Snapdragon 888, die High-End-Prozessoren eh nicht so wirklich aus. Also ich persönlich jedenfalls nicht in meinem Alltag. Mir reicht sowas aus. Absolut. Also wie gesagt, man merkt es halt im Alltag auch nicht, dass es jetzt hier irgendwie ruckeln würde. Also das können wir eigentlich ausschließen bei diesem Gerät. Und speziell jetzt unser Testgerät mit den 12 GB Arbeitsspeicher ist natürlich auch recht zukunftssicher. Das heißt, wir haben einfach auch ein bisschen Luft nach oben hier. Deswegen ist vielleicht auch für euch interessant, eher zur teureren Variante zu greifen, wenn ihr sagt, ihr wollt das Smartphone 3 oder 4 Jahre vielleicht nutzen. Was da natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Akku einen locker durch den Tag bringt. Und wir haben hier einen 4500 mAh großen Akku verbaut, den wir halt mit 30T von OnePlus, so nennt sich das, aufladen können. Also ist 30 Watt Schnellladen. Da sind wir in einer Stunde 15, einer Stunde 20 Minuten von 0 auf 100%. Ihr habt aber innerhalb einer halben Stunde habt ihr, wie OnePlus das sagt, für einen Tag Akku wieder drin im Smartphone. Und das kommt auch ungefähr hin, je nachdem, wie intensiv ihr das Smartphone benutzt. Also solltet ihr jetzt wirklich ein bisschen mehr zocken, kommt ihr immer noch durch einen Tag. Wenn ihr es also richtig intensiv nutzt, ein Tag ist damit drin, mehr dann aber nicht. Aber wenn ihr es, sagen wir mal, regulär benutzt, speziell dazu, irgendwie Nachrichten zu schreiben, vielleicht mal auf Instagram irgendwas sich anzugucken, also kommt ihr auch 1,5 Tage über die Runden. Genau, und wenn ihr YouTube-Videos gucken möchtet, dann möchtet ihr sie ja auch hören wahrscheinlich. Deswegen hören wir doch einfach mal den Mono-Lautsprecher rein. Abgesehen davon könnt ihr aber, wie wir schon erwähnt haben, auch kabelgebundene Kopfhörer hier anschließen, dank diesem 3,5 mm Klinkenanschluss und eben aber auch via Bluetooth kabellose Kopfhörer ist natürlich auch möglich. Lasst uns jetzt aber mal reinhören, wie der Mono-Lautsprecher so klingt. Es kribbelt. Also ich würde sagen, wird angenehm laut. Ja, es wird angenehm laut, das ist auch ein Vorteil. Aber ansonsten ist es halt ein Mono-Lautsprecher. Ich habe ja lieber Dual-Speaker oder Serien-Lautsprecher, wie auch immer. Definitiv. Also er ist noch okay, wenn man jetzt wirklich nur mal ein YouTube-Video gucken will, dann reicht das aus. Aber um jetzt irgendwie mal einen Film hier auf dem Smartphone zu gucken oder so, würde ich mir schon irgendwie Dual-Lautsprecher wenigstens wünschen. Ja, ist nicht so ganz ideal. Was aber ganz gut ist, ist, wenn ihr es auf die Seite kippt, wie die meisten das ja von uns tun, nach links hinweg, dann ist der Lautsprecher immer links oben. Das heißt, ihr verdeckt das nicht. Das kann man vielleicht doch mal positiv an der Stelle anmerken. Ansonsten ist es ein kleines bisschen schade, dass hier nur ein Mono-Lautsprecher drin ist. Da kennen wir von vielen anderen Smartphones in diesem Preisbereich und teilweise auch darunter, dass Dual-Lautsprecher eigentlich schon Standard sind. Und da wir jetzt hier die schöne Rückseite gerade nochmal sehen und auch die Kameras, können wir auch zu den Kameras kommen. Wir haben vorne als Frontkamera eine 16-Megapixel-Frontkamera verbaut, im Punch-Hole oben links. Und auf der Rückseite als Hauptkamera, so beziehungsweise als Hauptkamera eine 64-Megapixel-Kamera und eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-Megapixel-Monochrom-Sensor. Schauen wir doch mal, wie die Fotos und Videos so geworden sind. Lasst uns doch direkt einfach mal mit der Ultraweitwinkelkamera beginnen. Richtig, wie erwähnt, 8 Megapixel. Die Schärfe ist natürlich jetzt hier nicht das Gelbste vom Ei, oder wie man das betiteln soll. Es gibt natürlich noch schärfere Bilder oder Ultraweitwinkelkameras, wenn man das so betiteln möchte. Trotzdem, wenn man jetzt nicht unbedingt reinzoomt, finde ich es okay. Ist auf jeden Fall ansprechend. 119 Grad haben wir als Blickwinkel, das passt. Also wenn man eine große Gruppe aufnehmen möchte, kann man es meistens machen, außer das sind sehr viele. Ja.
oder zu weit auseinander oder je nachdem, wie dick und dünn die Menschen sind. Ach egal, ich reite mich hier in irgendwelche Geschichten rein, deswegen höre ich jetzt einfach mal direkt auf damit. Und die Sättigung ist hier recht natürlich gehalten, ne? Ist auch so ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, alles ist auch ein bisschen, obwohl es ein schöner, warmer Tag war, ein bisschen kälter dargestellt, vielleicht ein bisschen bläulicher. Es gibt eigentlich nichts großartig viel zu meckern bei dieser 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Kommen wir dann aber mal zum Hauptsensor. Das ist ein 64-Megapixel-Sensor. Hier haben wir Pixel-Binding, das heißt, wir haben 4 Pixel, die zusammengefasst werden. Und so haben wir ein 16-Megapixel-Bild, auf das wir hier schauen. Was du eben schon angesprochen hast, dass das Ganze ein bisschen bläulicher ist, also ein bisschen von der warmen Seite ins Bläuliche geschoben ist, ist hier nochmal ein bisschen extremer. Auch die Sättigung der Farben ist hier ein bisschen verloren gegangen. Dadurch ist es ein etwas blasses Bild, was aber im Himmel richtig schön blau ist, dank dieses Blauschifts. Ich persönlich würde mir die Farben einfach ein bisschen wärmer wünschen und tatsächlich auch ein kleines bisschen kräftigeres Grün. Das ist hier, wie gesagt, ein bisschen abhanden gekommen. Aber ansonsten kann man hier nicht meckern. Die Details sind gut. Der Dynamikumfang ist hier in Ordnung. Und somit sind das Bilder, die man zwar nutzen kann, aber die jetzt definitiv nicht zu meinen Favorites gehören. Wir wissen, dass da in diesem Preisbereich auch bessere Bilder der Hauptkamera bei anderen Smartphones zu sehen sind. Wir können dann aber noch digital hineinzoomen. Leider gibt es keinen optischen Zoom. Beim digitalen Zoom haben wir jetzt hier einen zweifachen Zoom verwendet. Darüber hinaus wollen wir ganz ehrlich gesagt auch nicht gehen. Ist beim 64-Megapixel-Sensor auch nicht empfehlenswert. Deswegen, der zweifache Zoom ist hier noch nutzbar. Genauso ist die Farbgebung wie beim Hauptbild, also wie beim normalen Bild, ist ja auch der gleiche Sensor. Das überrascht nicht besonders. Ich muss sagen, auch hier einfach ist ein bisschen zu sehr ins Blaue geschoben und ich hätte mir hier einfach ein bisschen kräftigere Farben gewünscht. Man kann aber nicht nur Natur fotografieren, sondern auch Menschen, wenn man denn möchte. Und der liebe Marco war so nett und hat mich hier abfotografiert. Und was wir hier sehen können, ist, dass der Himmel wieder schön gesättigt wurde. Ne? Der Himmel sieht schon wirklich krass geil aus. Sieht aus wie gemalt gerade so. Ja, also ja. Schön, wie es sein sollte. Wobei, in echt war es natürlich auch schön. Es ist ein schöner Sommertag. Aber ist wieder ein bisschen zu blau das Ganze. Ansonsten sind die Farben aber, wie wir vorher auch schon erwähnt haben, nicht extrem stark gesättigt, sondern eher ein bisschen zu blass. Bis auf das Blau halt natürlich. Und ansonsten passt auch alles genau das, was wir auch schon vorher gesagt haben bei der 64-Megapixel-Hauptkamera. Aber wir können natürlich auch Porträtaufnahmen machen. Wir haben Monochrom-Sensor. Das heißt, Mensch, das müssten jetzt hier wirklich richtig gute Cutouts sein, richtig gut ausgeschnitten sein. Und an sich passt es auch, zumindest bei geraden Sachen irgendwie so, finde ich. Also es ist fast überall perfekt, bis auf in meiner Brille gibt es ein paar Probleme. Und am Dach leider Gottes oben auch. Das trifft natürlich nicht immer zu, aber es ist schade, dass hier und da dann doch auch mal dahingehend Artefakte oder selber falsch gemacht wird sozusagen. Von daher, ansonsten alles genau das Gleiche wie vorher auch schon gesagt. Und natürlich nimmt man wie immer auch Personen mit der Selfie-Kamera auf. Das haben wir hier auch gemacht. Ich habe mich mal vor die Kamera geschmissen, auch wenn ich der Kamera nicht ins Auge gucken wollte. Der Hintergrund ist leider hier völlig überbelichtet. Es war natürlich auch eine schwierige Situation, aber der Hintergrund ist schon ziemlich misslungen. Währenddessen aber ansonsten so das Gesicht ganz gut dargestellt wurde. Aber auch hier sind die Farben eher wieder ein bisschen mehr ins Bläuliche geschoben. Das heißt auch, ja, die Gesichtsfarben sind zwar okay, aber sie könnten ein bisschen ansprechender sein. Wenn wir dann aber noch den Porträteffekt aktivieren, dann haben wir halt einen unscharfen Hintergrund, was der Überbelichtung nicht unbedingt zugutekommt. Das heißt, da ist nochmal stärker überbelichtet im Hintergrund. Ansonsten, der Cutout hat hier aber gut funktioniert. Und ja, die Farben begeistern hier auch mal wieder nicht so richtig, ne? Als letzte Fotodisziplin möchten wir natürlich noch herausfinden, wie die Kamera sich so schlägt in Low-Light-Bedingungen. Deswegen haben wir erst einmal ein Automatikfoto geschossen und hier hat das ganz gut funktioniert. Da haben wir schon mal viel schlechtere Kameras im Automatikmodus gesehen, die mit Low-Light umgegangen sind, dass es dann extrem rauschig wurde oder extrem zu dunkel war. Hier wurde ein bisschen aufgehellt, dass man wieder so ein paar Details sieht. Man sieht kein großartiges Rauschen und das, was man sieht, ist sogar noch dafür, dass es ein Automatikfoto in Low-Light-Bedingungen ist, angenehm scharf. Dann haben wir aber natürlich noch den Nachtmodus aktiviert und hier sehen wir, dass das Ganze noch einmal auf jeden Fall stark aufgehellt wird, also aber nicht zu stark, sondern genau nach meinem Geschmack auf jeden Fall. Und das ganze Bild aber auch nochmal an Schärfe und an Details gewinnt. Farblich finde ich es hier auch völlig in Ordnung. Also ich bin, was den Nachtmodus angeht, beziehungsweise Automatikfotos an Lowlight-Bedingungen, bin ich zufrieden bei diesem OnePlus Nord CE 5G. So viel also erstmal zu den Fotos. Wir haben ja noch die Videos als Disziplin hier offen, was die Kameras angeht. Und wir können hier 4K-Videos mit 30 FPS aufnehmen mit der rückseitigen Kamera. Die Front kann leider nur 1080p-Videos aufnehmen. Das ist halt mal wieder eine Einschränkung, die wir leider von vielen Smartphones kennen. Kommen wir aber mal zu den 4K 30 FPS-Videos. Da sieht man leider recht deutliche Lichtschwankungen, gerade am Anfang des Videos.
sind die doch schon sehr unangenehm, aber sie bleiben auch bestehen. Ansonsten gilt Ähnliches, was wir auch zu den Fotos gesagt haben. Es ist teilweise ein bisschen zu sehr ins Blau verschoben. Das heißt, die Pflanzen im Grün kommen hier nicht so richtig gut rüber. Dafür ist der Himmel halt schön blau, wenn er nicht gerade überbelichtet ist. Ansonsten, die Stabilisierung funktioniert gut. Ich würde mir halt einfach nur ein bisschen andere Farbabstimmung wünschen. Will man dann ein noch besser stabilisiertes Video haben, kann man einfach von Hand auf 1080p runterdrehen. Es gibt hier keinen super stabilen Modus oder so, wie man es von anderen Smartphones kennt, aber man kann es halt von Hand runterdrehen. Dann ist das Video besser stabilisiert und auf einmal sehen die Farben auch viel besser aus. Man hat auch diese Lichtschwankungen nicht mehr. Das heißt, ich finde das 1080p-Video hier wesentlich ansprechender als die 4K-Variante. Da du gerade die Videostabilisierung angesprochen hast, fällt mir auch gerade noch was ein. Zum Fazit der Kameras können wir auch sagen, dass es schade ist, dass hier keine optische Bildstabilisierung mit dabei ist. Zumindest, wenn man sich die größte Ausführung anguckt, dann mit 400 Euro, wäre schon schön, wenn das auch noch mit dabei wäre. Aber die elektronische Stabilisierung leistet bei Videos gute Arbeit, wie Marco gerade schon gesagt hat. Aber ach, zum Fazit, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Ne? Jetzt wird Zeit fürs Fazit. Oh, jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Es haben wahrscheinlich alle genau hier hingespult. Ja, dann erzählen wir mal, was uns in diesem Smartphone aufgefallen ist. Ich fange mal an. Gerne. Und zwar, als absolut positiv finde ich das Display. Mit den 90 Hertz, das AMOLED-Display macht hier einen klasse Job. Auch der Fingerabdrucksensor, der drunter ist, man hat ein Always-On-Display. Vom Display her super zufrieden. Auch das Gewicht und das Feeling in der Hand des Smartphones finde ich sehr, sehr angenehm. Ich finde auch die Optik sehr schön. Ein bisschen schade ist, dass es halt eine Kunststoffrückseite ist. Das heißt, für diejenigen, die sehr, sehr empfindlich sind, was so Materialien angeht, werden vielleicht sagen, das ist nicht so das Richtige. Vor allem, da man halt mit einem stärkeren Druck auch wirklich die Bauteile hier erfüllen kann. Das ist ein bisschen schade. Die Leistung finde ich völlig in Ordnung. Ist in diesem Preisbereich absolut vertretbar so. Die Kameras. Ich glaube, die Hardware, die hier verbaut ist, ist völlig in Ordnung. Ich glaube aber, dass OnePlus in der Software noch ein bisschen nachjustieren muss. Und zwar, zum einen sind die Bilder oftmals einfach zu bläulich, also zu kalt abgestimmt vom Weißabgleich her. Das ist noch nicht ideal. Und teilweise könnte die Sättigung der Farben ein bisschen ansprechender sein. Ansonsten, glaube ich, kann man aus diesem Kamerasetup noch mehr rausholen, als das aktuell der Fall ist, weil aktuell... Ja, finde ich viele Fotos einfach nicht so richtig ansprechend aufgrund dieses Blauschifts. Müsste man mal gucken, ob es auch so einen G-Cam-Mod gibt irgendwie oder sowas. Ne? Wird es vielleicht geben, genau. Dann wird das vielleicht auch ein bisschen ein anderes Ergebnis dann auf sich ziehen sozusagen. Vielleicht ist es aber auch so bläulich, weil es das OnePlus Nord ist, da ist alles kalt im Norden. So, außerdem ist die Rückseite blau, ne? Vielleicht hat das ja auch alles einen Sinn und wir haben es einfach noch nicht gescheckt bisher. Das mag mir ja dann vielleicht trotzdem nicht gefallen. Das stimmt. Aber falls ihr den Sinn verstanden habt, dann könnt ihr ihn gerne unten in die Kommentare schreiben oder auch alles im anderen natürlich, euer gesamtes Feedback. Wir würden uns darüber freuen. Lasst uns ein bisschen diskutieren in den Kommentaren auch über dieses Smartphone, über andere Smartphones, wie ihr möchtet. Ach, fehlt irgendwas? Mir fällt noch was ein, was mir nicht gefällt, weil hier gibt es keine Spule. Stimmt. Das haben wir im Akkuteil gar nicht erwähnt. Hier gibt es natürlich, oder was heißt natürlich, es gibt kein kabelloses Laden, was sehr, sehr schade ist. Was wir uns aber, wie gesagt, immer noch wünschen, so im Preisbereich von unter 500 Euro gibt es das viel, viel, viel zu selten in Smartphones und leider auch nicht in diesem. Deswegen ist es für mich persönlich zum Beispiel auch gar nicht nutzbar als mein Daily Driver, weil ich will unbedingt kabelloses Laden haben. Ich hoffe, dass das demnächst mal auch in diesem Preisbereich Einzug hält. Das ist das, was mir gerade noch so im letzten Moment eingefallen ist. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie wunderschön. Also ich mag es. Ne? Also wenn ich mir das angucke, ich möchte es so gerne in der Hand halten. Ich habe es gerne in der Hand. Das ist schon cool. Und wenn man so in der Hand hat, merkt man jetzt auch kein Bauteil unbedingt. Nein. Erst wenn man hier halt so oben raus. Deswegen, man muss es schon wirklich massieren, damit man das spürt. Also beim normalen Nutzen in der Hand werdet ihr jetzt nicht denken, oh Gott, das fühlt sich ganz schlecht an. Da fühlt sich sogar richtig toll an. Wie gesagt, hier haben wir auch die matte Rückseite. Es gibt ja noch zwei glänzende Rückseiten. Die matte Rückseite zieht halt auch die Fingerabdrücke nicht so an. Und es liegt einfach gut in der Hand und es fühlt sich trotzdem gut an. Also zusammenfassend, es ist ein schönes Smartphone. Wie schön findet ihr es? Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Wie gesagt, und auf dem Weg nach unten könnt ihr auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Falls ihr aber uns schon abonniert habt, dann guckt unbedingt nach, ob ihr auch die Glocke aktiviert habt. Bing! Oder wie das diese Geräusche macht immer. Und dann aktiviert gerne die Glocke, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall gar kein Video mehr. Wir würden uns freuen. Dann brauche ich mich auch nicht mehr so oft hier zum Affen machen mit dem Bing! Weil dann habt ihr uns schon alle abonniert und alle haben die Glocke aktiviert. Ich glaube, man kann das sogar in den Statistiken sehen. Kann man. 10% sind wir momentan von unseren Abonnenten. Oh mein Gott, also bitte! Also, ist ja jetzt auch nicht so schwer. Also, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank. Macht's gut. Bis dann.